One, two, three, four. Ich grüße euch. Hier ist Ingo Gutmann. Heute zeige ich euch einen sehr freundlichen, liebevollen Rhythmus, der einen Raum aufmacht. Das ist ein femininer Rhythmus. Und der findet hauptsächlich in dem Bassen statt. Ich spiele euch den Rhythmus mal vor. One, two, three, four. Okay, das ist alles. Das ist der Grundrhythmus und der erlaubt sehr viel Spiel. Das ist der Raum, der es aufmacht. Badum-dum, gam-dum, da-gun-dum, dan-dum. Right, und der Rest ist dann das Spiel, was du machen kannst. Ich spiele den Rhythmus jetzt mal langsam vor und dann gehen wir ihn gemeinsam durch. Ist gar nicht so viel. Dann, du, drei, vier. Okay, also, die Haupthand, bei mir die rechte Hand. Ein Schlag, ein Bass, also erstmal ganz klar. Die Hände spielen die ganze Zeit abwechselnd Taps. Das solltest du mal üben. Ja, wenn du es nicht schon kannst, das solltest du können, weil das braucht der Rhythmus. Taps sind die Schläge, die die Trommel berühren, aber eben keinen Ton von sich geben. Okay. Und dann haben wir einen Bass mit der Haupthand, zwei mit der Nebenhand und dann wieder zwei mit der Haupthand. Und zwar, das klingt dann so. Ich mach's ein bisschen langsamer. Duggin, din, dun, din. One, two, three, four. Das ist der Grundrhythmus. Ich spiele den heute übrigens auf dieser wunderbaren Bugarabu. Das ist eine sehr schöne Trommel. Es geht auf jeder, geht auch auf der Djembe zu spielen. Ja, sicher. Aber ich habe heute diese Bugarabu, habe ich heute da und ja, es ist wunderbar, das auf der zu spielen. Es ist wirklich ein sehr liebevoller Rhythmus, ein warmer Rhythmus. Und er hat auch eine fordernde Kraft in sich, ja. Und jetzt spielen wir den nochmal gemeinsam durch und das war's dann. Dann zum Schluss spiele ich noch ein bisschen damit rum als Inspiration. Also nochmal gemeinsam in dem ruhig gehenden Tempo. Dagen, din, dun, din. One, two, three, four. Das ist alles. Das ist der Rhythmus jetzt in sehr ruhig gehendem Tempo gespielt. Nach meiner Einschätzung eignet sich der Rhythmus in verschiedenen Tempis sehr gut zu spielen. Langsam ist klar, dann eröffnet das einen anderen Raum, der ist noch ruhiger und wesentlich einladender. Und der geht aber auch schnell sehr gut zu spielen. So, also das war's. Das ist der Rhythmus, der Grundrhythmus. Und ich werde jetzt zum Schluss noch ein kleines bisschen damit rumspielen. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag mit viel Liebe und Freude. Und Licht. Dickin, din, dun, din. One, two, three, four.